Ion, wir unterliegen gerade unkontrollierbaren Gravitationskräften. Dies ist keine Simulation. Ich wiederhole, keine Simulation. Treibstoffreserven gemäß Protokoll geleert. Wir gehen runter, halte ich fest. Und damit, hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen. Wir haben die Schwerkraft des Planeten offenbar falsch kalkuliert. Onboard-Module werden geprüft. Triebwerke defekt. Langwellentransmitter defekt. Hülle zerstört. Überprüfe mobile Einheit. Ion, bewaffne dich und versuche auf den Felsen gegenüberzukommen. Oh je, ja, wie gerade schon gesagt, herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einem neuen Projekt, und zwar zu Phoning Home. Wir spielen den kleinen Roboter hier, den wir gerade leider noch nicht von vorne angucken können. Der Kleine heißt Ion, und wir sind tatsächlich ausgesandt worden in diesem riesigen Weltraumschiff, dass wir verschiedene Planeten nach Ressourcen, ich sag mal, abgrasen sollen. Leider kam uns da was dazwischen und wir sind nicht so komplett angekommen, wie wir es eigentlich sollten. Und das auch noch, ich kann es ja schon mal sagen, auf einem fremden Planeten, den wir persönlich so nicht kennen. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, wir versuchen das jetzt irgendwie so wieder zu reparieren. Wir sind ja ein kleiner hilfloser Roboter, aber es scheint nicht so einfach zu sein. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen auf unsere Computerstimme achten, die unser Schiff mitsteuert. Wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz oder irgendein Mensch oder so irgendwas, der aus der Ferne darauf zugreifen kann. Aber was auch immer es ist oder er ist, wir müssen da jetzt erstmal raus. Ich habe aber gerade noch was anderes gesehen, nämlich L. Was haben wir denn da? Wartung Treibstoff. Okay. Wartung Treibstoff. Treibstoff betreibt deinen Thruster. Stelle immer sicher, dass du genügend dabei hast. Andernfalls können selbst kleine Hindernisse in der Landschaft unüberwindlich werden. Okay, heißt es, wir brauchen Treibstoff oder das große andere Ding braucht Treibstoff, in das wir jetzt gerade rein müssen? Bewaffne dich. Aufgabe, bewaffne dich. Nach der Bruchlandung auf diesem unbekannten Planeten habe ich Ion losgeschickt, seine Systeme zu checken. Als Sicherheitsmaßnahme gab ich den Befehl, sich eine vorläufige Schlagwaffe gegen eventuelle aggressive Lebensformen zu besorgen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einem Plan an. Aufnehmen. Guck mal, können wir uns das Rohr direkt holen? Okay, das ist besser als nichts. Okay, jetzt sind wir ein total gefährlicher kleiner Roboter geworden. Okay, ich habe ja jetzt ehrlich gesagt absolut keinen Plan, ob wir hiermit jetzt gefährlicher wirken. Ach, guck mal, wir können fliegen. Bewegungstest mobile Einheit, check. Ein Funke Hoffnung. Dennoch, du bist nur Trainee auf einem unbekannten Planeten. Okay, also das ist dieses E-blablabla. Jetzt habe ich gerade eben noch einen Artikel darüber gesehen. Ja, das ist dieses Ding. EU-18TR-289X65 ist die Produktions-ID des Bordcomputers dieses Schiffs. Okay, es ist also kein Mensch, sondern tatsächlich ein hochintelligenter Bordcomputer, wie es aussieht. EU-18 steht für die 18. Generation von Explorationseinheiten, einer Klasse von Einheiten, die entwickelt wurde, um das Weltall auf der immerwährenden Suche nach Rohstoffen zu durchstreifen. Der Rest des Namens spezifiziert den Produktionsort und das Erweckungsdatum. Okay. Na gut. Hilft uns das jetzt wirklich weiter? Oder sagt uns das einfach nur... Du hast fast keinen Treibstoff mehr. Schau nach Pilzen und Blumen. Ach, okay. Also wir brauchen tatsächlich Treibstoff. Unten links die orangene Anzeige scheint das zu sein. Wir können hier mit Shift gerade nichts machen. Wahrscheinlich erst im Flug. Und mit I haben wir sozusagen ein Inventar.
Okay, 1, 2, 3. Teleporter-Eigenschaften wurden noch nicht freigeschaltet. Wir haben ja scheinbar mehrere Sachen, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Und Treibstoff erneuert 30% des bei der Nutzung des Thrusters verbrauchten Kraftstoffs. Okay, können wir das irgendwie herstellen? Nee, wir brauchen dafür also Mytox, Hydrosulfide für Treibstoff und anderes, oft in Pilzen gefunden, und enthalten Öle für Keimlinge, die enthalten Öle für Treibstoff und Schmiermittel. Halte nach großen Blumenausschau. Okay, haben wir hier schon Blumen? Müssen wir vielleicht tatsächlich erstmal hier drauf? Da unten sind Blumen. Müssen wir... Ich kenne mich jetzt hier nicht so super gut aus. Das hier scheint aber tatsächlich nur unsichtbar... Nee, doch nicht. Wir kommen also ziemlich gut da drauf. Oh je, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr weitläufiges Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir der ganzen Sache gewachsen sind. Da unten sind unsere ersten Pilze. 95% Energie haben wir nur noch. Jetzt schon, nach so kurzer Zeit. Vielleicht können wir die aber später auch noch aufbauen. Okay. Wir haben hier einmal Ressource identifizieren. Scan kategorisiert Photoniken. Das ist... seltsam, aber gut für uns. Okay, jetzt gucke ich mal nochmal ganz kurz. Das sind nicht diese Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen Mytox und Keimlinge. Und wir haben jetzt Photoniken, Licht, das in Pilzsporen gefangen wurde. Interessant, also wir kommen hier auf einen Planeten an, den wir vorher noch nie gesehen haben. Aber unser Bordcomputer kann auf jeden Fall sofort identifizieren, um was es hier geht. Und das ist unser Schiff von außen. Bisschen rauszoomen können wir auch. Sogar sehr weit. Das finde ich ja toll. Das finde ich ja cool. Da kann man bestimmt irgendwann mal noch ein bisschen was mit anfangen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen näher an die Sache ran. Identifizieren. Keimlinge, Teil 1 des Treibstoffrezepts. Jetzt schau nach Pilzen. Erster Kontakt. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Hast du die Symbole auf deinem Kompass bemerkt? Sobald eine Ressource gescannt wurde, zeigt der Kompass auf ähnliche Signaturen. Ah ja, aber guck mal. Vielfalt ist der Schlüssel zum Lernen. Finde also auch noch andere Rohstoffe. Genau, das wird jetzt auf jeden Fall erstmal der Plan sein. Du hast weniger als 10% deines maximalen Treibstoffs verfügbar. Du solltest sofort nachfüllen. Ja, ich mach ja schon irgendwann mal. Okay, also erster Kontakt heißt jetzt, wir sind hier auf einem Planeten mit Aliens gelandet. Gehe ich stark davon aus. Wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlicher. Kategorisiert Mytox. Yes. Zweiter Teil des Rezepts. Öffne perfekt. Das Inventar und fertige dir Treibstoff. Bevor wir das jetzt machen, gehen wir aber erstmal hier hin und nehmen den ganzen Mytox-Kram auf. Denn wir haben das Recht dazu. Da ist auch noch ein Pilz. Ich hoffe nur, dass der Pilz jetzt nicht irgendwann total giftig ist und mich angreift. Bei so Alien-Dingern weiß man ja tatsächlich nie. Der Regen fällt aus sehr kleinen Wolken, als würde der Planet sie leer saugen. Seltsam. Okay. Zweimal Achte Treibstoff. Darauf, immer genügend Treibstoff gespeichert zu haben. Und versuche auch noch andere Ressourcen zu finden, während ich meine Analyse beende. Okay. Achte auf alles, was irgendwie hervorsticht. Zum Beispiel dieses wunderschöne Bauteil hier von unserem Schiff, was komischerweise aus irgendwelchen mysteriösen Gründen komplett da hinten gegen die Wand gefahren ist. Ach, ich verliere Energie ja nicht. Durch einen Kurzschluss, Iron. Wir brauchen Platinenreiniger, um meine Schaltkreise zu reinigen. Okay, Platinenreiniger. Jetzt bin ich Schau ja mal gespannt. Inventar. Sammle die nötigen Rohstoffe und stelle mir Platinenreiniger her. Okay, für die nötigen Wir müssen Rohstoffe. Nach Hause telefonieren. Nach Hause telefonieren. Licht, das in Pilzsporen gefangen wurde, brauchen wir dafür. Dann brauchen wir Wurzeln, enthalten Säuren zur chemischen Reduktion. Halte nach Baumstümpfen Ausschau. Und einmal Mytox. Okay, Mytox haben wir ja schon gefunden. Dieses Photoniken-Zeug auch. Brauchen wir nur noch Wurzeln. Also natürlich haben wir noch nicht alles von dem ganzen Zeug, aber wir müssen es ja erstmal scannen. Da oben? Ja, genau. Das ist zwar nichts, was wir brauchen, aber ich nehme es trotzdem mit, weil wir es vielleicht irgendwann mal brauchen. Könnte ein kleines bisschen schneller gehen hier. Sammeln, sammeln, sammeln. Fast wie in Minecraft. Sammeln und dann craften. Okay, da hinten sind solche Photoniken. Die tollen Pilzsporen, die Licht beinhalten. Bestimmt können wir uns daraus sogar später noch irgendwann mal
eine Taschenlampe oder sowas bauen. Vielleicht gibt es hier auch dunklere Gefilde. Ich weiß nicht, wie es hier mit dem Tag-Nacht-Rhythmus ist. Ob es hier sowas gibt, weiß ich nicht so hundertprozentig. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hier so eine Wurzel ist. Scan kategorisiert Wurzeln. Sie enthalten natürliche Säuren, die wir für Platinenreiniger und Rostschutz brauchen. Wurzeln sind ekelhaft. Pflanzen fressen sich damit ins Erdreich und saugen es aus. Also der Roboter ist genauso trocken wie ganz schön viele andere. Ich weiß ja nicht, gefühlslose Leute. Oh, guck mal, andere Pilze. Können wir die vielleicht auch? Ach, auch Mytox. Okay, also Mytox hat nicht nur eine Form hier. Platinreiniger können wir jetzt herstellen. Treibstoffressource komplett. Dann müssen wir jetzt nur nochmal irgendwie zurück. Machen wir aber gleich erst. Okay, sprinten geht mit Shift. Müssen wir nicht mal gedrückt halten. Ich warte gleich drauf, dass hier ein riesiger Alienschwarm auf mich zufliegt und uns einfach aufisst. Nom, weg. Oh, guck mal, wie die Dinger leuchten. Nebenbei, beim Check deiner Subsysteme blieb deine Speicher. Oh, jetzt werde ich angerufen. Toll. So, momentan, da bin ich wieder. Kannst du nur eine begrenzte Anzahl Ressourcen speichern. Vielleicht können wir das später beheben. Ja, hoffentlich. Hoffentlich kriegen wir später so einen unendlichen Rucksack wie bei Hermine Granger. Okay, Speichergrenze erreicht. Das heißt, wir flattern jetzt erstmal zurück zu unserem Schiff. Wo auch immer es ist. Ich habe es aus den Augen verloren und werde es nie wieder finden. Hundertprozentig nicht. Dafür bin ich einfach manchmal ein bisschen zu doof. Ach nee, guck mal, da ist es ja. Jetzt bauen wir aber erstmal, wo wir gerade noch hier draußen in der schönen Natur sind, einmal so einen Platinenreiniger. Jetzt benutze den Platinenreiniger, um einen Kurzschluss zu beseitigen. Wir müssen P1 Meldung erstatten. Wer ist P1? Ist P1 was Gutes? Warum brennt das hier eigentlich so? Ist ja eklig, ich fühle mich hier nicht wohl. Leute, wir müssen daran was ändern. Schau dir das an, das nennen sie also Leben. Scheußlich. Sei vorsichtig. Okay. Ach Mist, wenn wir zu hoch gehen. Achte auf deine strukturelle Integrität. Vermeide Hitze, aggressive Lebewesen und Stürze aus großer Höhe. Na, habe ich nicht geschafft. Strukturelle Integrität mit Reparaturkits oder Platinenreiniger erhöhen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt theoretisch noch mehr Platinenreiniger, um uns zu helfen. Reparaturkits setzen wir hier ein. Jetzt muss ich nur mal ein bisschen hin und her gucken. Reparaturkits, guck mal an. Dafür brauchen wir aber noch einen Stein. Okay, das benutzen wir wahrscheinlich dann später. Platinenreiniger haben wir ja schon. Wo setzen wir den denn ein? Da? Ach, guck mal. Kurzschluss reparieren. E. Zack. Okay, danke, Alter. Starte System neu. Hoffentlich startet er sich selbst nicht neu. Das wäre fatal. Fertig? Sieht so aus, als wäre mein Langwellenmodul irreparabel beschädigt. Wir benötigen also dein Backup-System. Es gibt da einen kleinen Hügel im Nordwesten. Ich habe einen Wegmarker auf dem Kompass gesetzt. Folge ihm. Okay, der Marker sehen wir oben. Der ist so ein bisschen gelblich, orange, gold. Weiß nicht, was genau was das sein soll. Oh je. Okay, wir müssen auf jeden Fall definitiv sehr gut aufpassen, wie wir hier was einsetzen. Diskussionen auf P1. Brauchen wir diese teuren Backup-Systeme? Wir brauchen diese teuren Backup-Systeme. Ohne deinen Langwellentransmitter wären wir jetzt verloren. Das glaube ich auch. Was ist denn ein Was ist denn jetzt dieser Langwellentransmitter nochmal? Menschenskinder, werf nicht immer mit so komischen Fachbegriffen um dich. Alter, der kriegt ja wirklich von jedem kleinen Furz Schaden. Ist der Höhepunkt in der Karriere jeder jungen Explorer-Einheit. Ja, zum Glück sind wir ja total toll. Also ich glaube, diese Roboter sind dafür eigentlich nicht gemacht gewesen. Jetzt werde ich nochmal angerufen. Und zum zweiten Mal, hallo. Es gibt echt Leute, die stören immer. Und mit stören meine ich richtig nervig sein. Okay, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir müssen da hinten zu dem 44 Meter entfernten Berg, Busch, Baum. Was ist das? Ich will's haben. Gibst du mir das bitte? Greift es mich an, wenn ich ihm zu nahe komme? Kann ich ihm überhaupt zu nahe kommen? Momentan bin ich mir da nicht so sicher.
Oh Gott, was bist du? War das einfach nur falsch? Was war das hier? Ich finde mich hier noch nicht so ultra zurecht. Also alles ist ja bunt und farbenfroh hier. Und ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Kategorisiert Kristall. Seine Reinheit ist ausreichend für alle Arten von Datentransmission. Oh Gott! Deine strukturelle Integrität ist unter 50%. Versuche, dich zu reparieren und sei vorsichtiger. Okay, also da war auf jeden Fall eine sehr große Hitzequelle. Deine Integrität ist gefährlich niedrig. Ja! Sofortige Reparatur notwendig. Ja, komm, sei leise. Stell dich nicht so an. Wir brauchen doch keine sofortige Reparatur. Sofortige Reparatur. Okay, wir sollten jetzt echt mal gucken, ob wir da sowas haben hier. Ne, wir brauchen immer noch ein Turanon. Supraleitendes und extrem stabiles Metall. Okay. Finden wir das hier in der Nähe? Oder müssen wir uns so eine tolle Leiterplatine, so eine Reinigungsplatine aneignen nochmal? Theoretisch möglich. Ich hätte trotzdem gerne so eine Reparatureinheit. Vielleicht finden wir die ja da oben. Ich denke... Dann mal los. Initialisiere Notfallsequenz. Okay, gucken wir mal. Aufgabe, nach Hause telefonieren. Ich habe Ian zu einem kleinen Hügel nordwestlich der Absturzstelle geschickt, um das bestmögliche Signal abschicken zu können. Als Transmitter-Relay zu dienen, überschreitet die Anforderungen der gegenwärtigen Stufe des Trainee-Programms. Aber es scheint keine gefährliche Lebensform in der Gegend zu geben, sodass ich das Risiko auf unter 1% bewerte. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Fehlgeschlagen. P1 außer Reichweite. Wir sind also tatsächlich ein kleines bisschen zu weit weg von zu Hause. Toll. Wir werden hier wahrscheinlich für immer irgendwie verrecken. Ein erheblicher Rückschlag. Unsere Chance auf Rückkehr liegt nur noch bei 2,22%. Vorher lag sie bei 2,23%. Wir brauchen mehr Energie auf unserer Funkeinheit. Lass mich die Analyse beenden. Zwischenzeitlich schadet es nicht, weitere und auch andere Rohstoffe zu sammeln. Davon gehe ich doch mal stark aus. Vor allen Dingen, weil ich hier noch so ein wunderbares Eisen finden möchte, um mir so eine tolle Reparaturkiste herzustellen. Was ist das da hinten denn? Darf ich dem zu nahe kommen oder kriege ich da wieder Schaden ohne Ende? Der Sprintmodus kostet Energie. Deine Akkus sind unter 75% gefallen. Früher oder später musst du sie aufladen. Ja, aber das ist doch nicht schlimm, oder? Scan kategorisiert Creon Noblon. Ein Gas, das zum Existieren normalerweise extremen Druck benötigt. Diesmal nicht. Photoniken außerhalb eines Labors. Das sind echte Nachrichten für P1. Wir müssen uns melden. Vielleicht mit Hilfe des Turms da. Da könnten wir ja eventuell irgendwie draufkommen. Freigeschalten Energiezelle. Brauchen wir momentan noch nicht. Momentan sieht unsere Energie noch recht gut aus. Ion, kannst du bitte langsam bis 10 zählen? Wieso sollte ich das tun? Werde ich dann zerstört? Werde ich dann einfach kaputt gemacht? Von dir? Du ignorante Zicke! Ion! 1, 2 Keine ich komme nicht mal weiter. Erkannt. Sprachmodul defekt. Status Shit. Irreparabel. Okay, wir werden also nie wieder mit unserem Freund da hinten kommunizieren können. Oder wir sind einfach nur zu weit weg, weil unser System einfach so derbe im Pupis ist, dass wir das nicht mehr hinkriegen. Du ahnst das schon, Ion. Wir haben eine Menge Arbeit. Natürlich ahne ich das. Höchste Priorität? Es gibt ein Notsignal im Süden. Finde die Quelle. Okay, die Frage, die ich jetzt... Da gibt es eine alte Funkstation auf einem Hügel im Süden. Ich setze dir einen Wegmarker. Schau mal nach, ob wir die gebrauchen können. Ein paar Thruster-Übungen schaden nicht. Okay, bevor wir das jetzt aber machen, werde ich mir hier mal so eine Platine anlegen.
Oh, guck mal, direkt 74%. Das läuft ja. Erlaube ich mir einen kurzen Ausflug in den Humor. Dies ist der eine Ort, wo wir es erwartbar finden. Ich bin zu 62,8% sicher, dass das lustig war. Falls wir komplexere Elektronik benötigen, brauchen wir einen natürlichen Ladezustandwechsler. Ich habe keine Ahnung, ob so etwas möglich ist, selbst auf diesem Planeten. Okay. Also der Roboter, diese künstliche Intelligenz vom Schiff, möchte scheinbar immer noch ein bisschen so die Stimmung hochhalten. Wir finden das natürlich nicht so lustig, also ich jedenfalls nicht. Nach dem Teleporter. Laut Oberflächenscanning brauchst du einen. Ach so, jetzt haben wir den Teleporter, oder was? Ziemlich senkrechte Landschaft haben sie hier. Teleporter. Eigenschaft wurde noch nicht freigeschaltet. Stelle Teleporter her. L, um Dokumentation zu öffnen. Okay, na dann, gucken wir mal. Aufgabe, untersuche das Notrufsignal. Jetzt gucken wir erstmal danach. Während der gründlichen Kontrolle meiner Subsysteme erreicht uns ein Notrufsignal aus dem Süden. Ich habe meiner mobilen Einheit befohlen, sich die Sache anzusehen. Dabei wurde sie über die höchste Priorität für diese Aufgabe nach Maßgabe des hohen Protokolls der Einheitenrechte aufgeklärt. Okay, also wir kriegen da scheinbar einen tollen Notruf rein. Wir wissen nur nicht so hundertprozentig von wem. Aufgabe, stelle einen Teleporter her. Wir brauchen einen Teleporter, um einen Zugang zu dem Teil des Planeten zu ermöglichen, aus dem das Notrufsignal kommt. Nach dem hohen Protokoll der Einheitenrechte haben wir keine Wahl. Da Teleportation eine Klasse B-Handlung nach dem Explorer-Fähigkeitenkatalog ist und somit als gering bis mittelgefährlich gewichtet wird, ist es meine Pflicht zu erwähnen, dass Teleportation den Rahmen dieses Ausbildungsprogramms überschreitet. Aber Ions Verhalten hat bislang gezeigt, dass die mobile Einheit über eine mehr als 95%ige Wahrscheinlichkeit verfügt, die Operation zu überstehen. Wir werden es riskieren. Wie sollen wir denn jetzt hier an dieser Stelle noch so einen Teleporter herstellen? Das wird doch sowieso unmöglich. Was ist das hier? Energiezelle erneuert 30% der bei der Nutzung von Ausrüstung verbrauchten Energie. Okay. Dafür brauchen wir jetzt aber noch solche tollen Photoniken für so einen Teleporter. Ich habe tatsächlich von den Spieleerstellern gesagt bekommen, dass diese Teleporter das am meistverwendetste Objekt im Spiel sein wird. Und dass wir es ziemlich früh erreichen sollen. Und es ist jetzt schon soweit. Im ersten Part geht es schon los. Jetzt muss ich nur noch mal diese komischen Photoniken finden. Die müssen ja hier irgendwo rumstehen. Und ich sehe sie mal wieder nicht. Okay, hier haben wir noch so einen tollen... so eine tolle Wurzel. Ah, ich finde diese Lichtspiele so toll. Die sind halt echt liebevoll gestaltet. Vor allen Dingen, dass sie immer so schön random da rauskommen. Toll. Schade, dass dein Sprachmodul beschädigt wurde. Ich vermisse ein paar geistreiche Antworten. Oh, guck mal an. Nicht, dass so etwas jemals deine Stärke gewesen wäre. Geistreiche Antworten sind meine Stärke. Blubala blublabubu. War das nicht in Ordnung? Okay. Wir müssen da jetzt langsam aber sicher runter. Vielleicht finden wir da ja irgendwas, was wir tatsächlich gebrauchen können. Das war eine fortgeschrittene Zivilisation. Wir sind nicht die ersten Besucher, Ion. Was können wir denn hier... Warum sind sie verschwunden? Oder sind sie noch hier? Sei vorsichtig. Sie könnten feindlich gesinnt sein. Okay, wir können hier... Kategorisiert Ferron. Das ist Edelstahl in Nanostrukturen. Okay, und es liegt hier sogar gar nicht mal in so schlechter Zahl vor, ne? Was können wir denn damit machen? Können wir damit überhaupt irgendwas machen? Hochflexibler und stabiler Edelstahl hilft uns momentan nicht sonderlich weiter. Wir können hier einen Hüllenverstärker anziehen, bietet zusätzlichen Schutz gegen Integritätsschäden. Okay, das heißt, theoretisch können wir uns mit Hilfe von diesen Dingern und Steinen... Was bist du? Scan kategorisiert unbekannt. Kein Datenbankeintrag. Abgelegt unter schwarzer Rückstand. Analyse gestartet. Okay, das heißt, wir wissen nicht, was es ist. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht so schnell rausfinden. Das ist gut. Sehr gut sogar. Dieser schwarze Rückstand ist ein natürlicher Transistor. Genau, was wir für Schaltkreise brauchen. Ja, das ist ja toll. Ich kann mir ja gar nichts Besseres vorstellen. Okay, nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt an dieser Stelle ein paar... Photoniken. Das hier sind Wurzeln. Die können wir nicht mehr aufnehmen. Die sind mittlerweile schon zu groß. Jetzt muss ich mal ordentlich mich umgucken.
Photoniken sind hier, glaube ich, gar nicht mal so weit verbreitet. Trotzdem schaue ich mich mal vernünftig danach um. Oh je, ja, da geht's auch schon runter. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Für dieses Eisen. Könnte aber auch irgendwie sein, so wie das aussieht. Naja. Zwei Beine hat's ja schon mal. Darunter geht's zu dem Ort, wo ich gar nicht hin möchte. Jetzt brauche ich hier... Ach, guck mal da. Da kommen doch ein paar. Diese tollen Photoniken. Auf unserer Hauptwiese, auf unserer liebevoll gestalteten Hauptwiese sind solche tollen Photoniken. Ich habe mich nicht darüber lustig gemacht. Ich habe nur was angesagt. Okay, also Photoniken sind diese leuchtenden Pilze. Und... Ach du Scheiße. Das ist mir jetzt echt ein ganz kleines bisschen unangenehm, muss ich sagen, Leute. Okay, Teleporter-Ressourcen komplett. Nehme ich. Teleporter vollständig. Gut, das hilft dir in schwierigem Terrain. Jetzt 53 Mal dürfen wir das Ding scheinbar benutzen. Jetzt müssen wir nur irgendwie da hinkommen, ne? Ich nehme besser mal nochmal mein Rohr in die Hand. Damit fühle ich mich ein ganz klein wenig sicherer. Was ist jetzt los? Ach nee, nicht schon wieder. Wo muss ich denn hin? Da oben hin, ne? Machen wir mal die zwei. Deine Akkus sind halb leer. Fertige dir Energiezellen und fülle sie wieder auf. Ist mir wurscht, wie soll das gehen? Hä, wie soll das gehen? Ich verstehe gerade den Teleporter nicht so ganz. Machen wir das doch einfach mal hier. Ne, da passiert eigentlich ja nichts, ne? Energiezellen, ich gebe euch gleich mal Energiezellen, ey. Treibstoff, Energiezelle. Oh, dafür brauchen wir diese Photoniken. Ich werd's nicht mehr. Okay, Leute. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, ich werde mir mal das ganze Spiel noch ein bisschen genauer angucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Kommentar und eine Bewertung da. Besonders, ob ihr noch einen zweiten Part davon sehen wollt, denn ich finde das Spiel eigentlich ganz cool gemacht, so. Daran könnte man sich mal wieder vernünftigerweise ordentlich verlieren. Besonders, weil mich auch wahnsinnig interessiert, was es hier noch auf uns zugibt, was hier noch auf uns zukommt, was diese Aliens angeht. Weil hier scheinen ja auch Formen zu sein, die nicht mehr so freundlich sind. Sonst würde das ja nicht die ganze Zeit so angepriesen werden. Ich würde einfach sagen, wir schauen da beim nächsten Mal nochmal rein. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.